Einen wunderschönen guten Tag. Ich komme erstmal eine Nummer runter. Ich habe hier einen Nackenventilator. Der ist wirklich schön. Den legt man von hinten so um den Hals. Also über den Kopf kriegt man den nicht gestreift. Man muss den tatsächlich von hinten aus dem Nacken heraus durchschieben und den Hals hier praktisch reinstecken. Und dann wird er angeschalten. Ja, dann ein Ausschalter. Einschalten. 3 Stufen durch und dann die 4. Stufe ist wieder aus. So, hier werden die einzelnen Stufen angezeigt. Hier sind so eine schwachen Pünktchen. Ich mache es mal an, dann könnt ihr das sehen. Eine Lampe leuchtet, dann leuchtet die nächste und dann die nächste und dann aus. So, das sind die 3 Stufen. Und hier unten ist eine kleine Kontrollleuchte, wenn man das auflädt. Kann ich euch auch gleich mal zeigen. Ich ziehe mal von meinem Handy den Ladekabel ab und mache mal den kurz rein. Dann seht ihr, dann leuchtet solch eine rote Kontrollleuchte, so eine kleine. Na, kann man sehen? Ja. Gut, mache ich schnell wieder bei mein Handy rein. Das braucht nämlich momentan auch ein bisschen Unterstützung. So, und dann, wenn man es anschaltet, wird hier durch diese Teile die Luft angesaugt und verwirbelt und wird hier wieder ausgestoßen. Merkwürdigerweise hat man das Gefühl, dass es hier hinten auch so ein kleines bisschen Luftauslass gibt. Aber ja, eigentlich ist da nichts zu sehen, wo es rauskommen könnte. Offensichtlich ist das bloß so ein Gefühl, weil sich die Luft am Hals entlang so verteilt. Man soll ihn erstmal so auseinanderziehen, richtig auseinanderziehen. Das sieht dann ein bisschen merkwürdig aus, aber so muss er aussehen auf beiden Seiten. Dann ist er geöffnet und dann kann man ihn gut aus dem Nacken heraus hinten am Hals durchschieben. Rechts und links natürlich nicht durch den Hals. Rechts und links vom Hals. So, und dann wird er angeschalten und pustet los. Man hört natürlich ein Windgeräusch. In der Stufe 2 hört sich so an. Und in der Stufe 3 dann so. Das Gute daran ist, ich habe es schon ausprobiert, ich habe es schon umgelegt. Das Gute daran ist, dass man das nicht so empfindet, wie es das Geräusch jetzt eventuell hergibt. Denn gerade Nacken, Hals, Ohren, was alles praktisch angeblasen wird, sind ja sehr sensible Bereiche, die schnell reagieren mit Nackensteife, mit Ohrenschmerzen, wenn zu viel Wind reinkommt und so. Und das hier, das ist nicht so ein Pusten, das ist nicht so ein richtiges, kräftiges Anblasen, das ist einfach so, ja, wie so ein Luftzug, der vorbei weht. Das ist nicht so ein Punkt anpusten, eisekalt. Das ist richtig angenehm. Es ist einfach eine Luftbewegung, eine erfrischende, ohne dass man dieses Gefühl hat, hier wie bei Ventilatoren, die nicht oszillieren, die sich nicht drehen, sondern die immer nur geradeaus pusten. Und man sitzt davor, gerade im Auto merke ich das oft, wenn ich da die Ventilatoren anhabe, wenn die immer auf eine und dieselbe Stelle pusten, das ist unangenehm, das will man nicht. Aber das hier ist mehr so wie so ein Raushauchen, es ist zwar geräuschvoll, aber so wirklich wie so ein Ausatmen, so ein Windgeräusch ist das. Und das finde ich so toll. Das ist richtig schön, das ist ein angenehmer Wind, damit kann man leben. Das ganze Teil um den Hals, ja gut, das ist nun ein bisschen... Ja, ein bisschen klutzig, aber man muss natürlich abwägen. Will ich mich kaputt schwitzen im Sommer oder möchte ich das in Kauf nehmen, so mit sowas um den Hals rumzuhören? Man kann es ja verwechseln mit Kopfhörern zum Beispiel, die haben ja manche auch so um den Hals zu hängen. Genau so sieht das dann auch aus. Ich denke mal nicht, dass das unbedingt nach Ventilator aussieht. Man muss sich deswegen nicht peinlich berührt fühlen. Ich denke mal, derjenige, der sich wirklich peinlich berührt fühlen muss, ist nur derjenige, der sich geniert, mit sowas rumzulaufen und lieber schwitzt. Ich kann ja mal ganz kurz gucken, ob ich das auf der Waage ausmessen kann, auswiegen kann, wie schwer das ist. Mal gucken, ob wir das hier raufkriegen. Ja, die muss erstmal starten. Das ist schon eine uralte Waage, die ich hier nur noch für meine Bastelarbeiten abends habe. Aber erfüllt immer wieder den Zweck. Seht ihr, es sind nicht mal 200 Gramm, 190, 192 in diesem Bereich bewegt sich das. Das ist ein Gewicht, was man durchaus, und jetzt wollte ich das Teil hier beiseite legen. Nein, die Waage sollte weg. Das ist wirklich ein Gewicht, was man im Hals ertragen kann.
Ich habe es ganz bewusst in schwarz gewählt, weil es für meinen Schwiegersohn ist und weil der eine Uniform trägt, die dunkel ist. Und da passt das gut zu. Da fällt das optisch nicht so doll auf. Ein weißes habe ich schon öfter gesehen. Weiß würde natürlich zu einer dunklen Uniform ganz schön im Kontrast stehen. Und das wäre dann doch nicht so leck. So, das war es jedenfalls von mir. Ich empfehle das unheimlich gerne. 19,99 Euro finde ich eigentlich auch angemessen, den Preis. Es ist ein guter Preis. Kann man nicht anders sagen. Ich hatte im letzten Jahr schon so einen gehabt in Weiß. Ja, weiß, dass ich für ihn nicht haben wollte und bin da eigentlich super zufrieden mit. Und dieser hier, finde ich, ist sogar noch ein Ticken besser. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag und danke für eure Aufmerksamkeit. Tschüss!